Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 2 und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Romy, die gerade am Schlafen ist und Raoul ebenfalls und auch die kleine süße Maus, die Riley. Im heutigen Part möchten wir, dass wir neue Sachen zum Anziehen shoppen. Ich bin schon sehr gespannt. Aber erstmal wissen wir, die süßen Mäuse hier alle ein bisschen schlafen lassen, wa? Eine kleine Maus ist gerade aufgewacht. Ist mitten in der Nacht und sie hat gerade nicht so krass das Bedürfnis. Deswegen kann sie ruhig ein bisschen chillen. Raoul ist am Start. Dann leer mal kurz das Töpfchen und dann kannst du deiner Tochter beibringen, wie man auf Klo geht. Auch wenn du gleich zur Arbeit musst. Oder obwohl, ich glaube, dann gib ihr lieber was zu essen. Kinderlied beibringen, wie süß ist das denn? Hier einmal vertraut küssen und dann geben wir Riley die Flasche. Wie lange ist sie eigentlich, Kleinkind? 4 Tage. Ich denke, da kann man aber einiges schaffen in der Zeit. So, dann gewöhnen wir mal Riley kurz ans Töpfchen. Wieso sind die eigentlich so outgoing gerade so, was so Liebe angeht? Also, ich habe damit jetzt nicht so das Problem, aber es ist irgendwie süß auch. So, er muss bis 15 Uhr arbeiten. Das heißt, danach werden wir dann in die Stadt fahren. Gemeinsam. Du bist so eine süße Mausi. Oh. Ja, ja, und du musst auch unbedingt schlafen, ich weiß. Baden wollte ich sagen, aber egal. Läuft ja nicht bei uns hier so ein bisschen, ne? Also irgendwie alles drunter und drüber mal wieder. Irgendwie, gefühlt zumindest. Naja, it's fine. Ach, warum ist denn das schon wieder kaputt hier? Warum hat sie keinen Spaß? Oh mein Gott. Warum brennt unser Baum? Kannst du bitte aufhören? Danke. Okay, es wurde selber gelöscht. Alles gut. So, dann nimm mal deine süße Maus und dann fahren wir los. Er möchte noch ein Baby. Das ist ein bisschen schlecht, weil deine Frau kann keine Kinder mehr kriegen. Er kann sie ja wohl hoffentlich mitnehmen, oder nicht? Hä? Er kann sie anscheinend doch nicht mitnehmen? Okay, also wenn wir keine neue Kleidung für sie kaufen können, dann ist es halt so. Aber die beiden wollen auf jeden Fall neue Kleidung. Jetzt muss er erst einen Kindersitter engagieren, ey. Ich raste aus. Es ist so dumm, dass das nicht automatisch geht. Nur jetzt. Vor allem anstatt, dass sie dann das Kind einfach mitnehmen. Nein. Geh jetzt in dieses Auto rein. Das Kindermädchen ist doch da. So, irgendwo hinfahren. Hier, eine Boutique. Das wird es wohl sein. Manchmal überfordert mich dieses Spiel noch ein bisschen, aber es ist kein Problem. Ich finde es nur blöd, dass man das Kleinkind nirgendwo mit hinnehmen kann. Okay, dann schauen wir uns mal an, was wir hier tun. Ich möchte jetzt schon, dass es so ein bisschen noch nach Romy aussieht, aber halt einfach eben älter. Ich meine, so als Seniorin kann sie halt nicht das anziehen, was sie vorher hatte, ne? Ich finde das hier zum Beispiel gar nicht so schlecht. Ah, hier kann man dann trotzdem ein Kleinkind auch auswählen. Supi, dann können wir ihr doch was mitbringen. Oh mein Gott, ist das süß. So, dann gucken wir noch, was wir dann Raoul geben. Eigentlich stressen mich ja nur seine Schuhe, wenn ich ehrlich bin. So, wie wäre es damit? Und dann halt noch eine neue Hose. Das hier nehme ich noch mit, weil ich denke, dass man das auch als Outdoor-Kleidung benutzen kann. 1000 für Kleidung, das geht aber. Dann hätte er aber gar nicht unbedingt mitgemusst. Naja, warum ist hier so ein Schrottauto, Alter? Nice, wir haben Sachen gekauft. Cool, dann können wir auch wieder nach Hause gehen. Wenn wir die Outfits dann neu planen und dann wird alles gut. Haben wir denn einen Kleiderschrank? Weil man muss es am Kleiderschrank machen, oder? Ich glaube, wir haben keinen Kleiderschrank. Gut, dann kaufen wir halt einen Kleiderschrank. Wie wäre es mit diesem hier? Den finde ich eigentlich ganz süß. Der passt auch ins Kinderzimmer rein und so. Den nehmen wir. Das andere kann man leider nicht als Outdoor-Kleidung benutzen. Naja, dann bleiben wir wohl dabei. Aber das hier würde ich jetzt gerne benutzen. Ich meine, das haben wir ja extra gekauft dafür. Kann ich sie nicht umziehen lassen? Irgendwie, ich habe da auch keine Möglichkeit, ihr was anderes zu geben oder so. Ah, Alltagsoutfit zusammenstellen. So, und das hier habe ich gekauft, deswegen kriegt sie das jetzt auch. Das ist so süß. Und das hier muss, glaube ich, weiter vom Dings vom Tisch weg, weil sonst kann das, glaube ich, nicht reingesetzt werden, das Kind. Es ist ganz weird hier. Oh, sie pisst sich gleich ein, scheiße. Dann hilf du deinem Kind mal, auf Toilette zu gehen, bitte. Oh, es ist schon zu spät. Scheiße. Jetzt steckt die sich schon wieder hier mein Geld ein, ne? Ich raste aus. Süß, ich finde das mit dem Outfit sehr, sehr schön und passend. Und dann können wir dem Kind ja mal auch einen Moment Zeit geben und ihm was beibringen, wa? Ihm, ihr, besser gesagt, aber ja. Flasche, nein! Das sage ich nicht, Mama. Ja, wir sollten das Kind vielleicht schlafen legen. Es ist echt überfordernd, was man hier alles machen muss, ne? Meine Güte, ist dieses Spiel schwer. Ja, und vielleicht sollten wir ein Hausmädchen irgendwie engagieren, weil ganz ehrlich, irgendwie ist das echt überfordernd hier. Gerade mit dem ganzen Saubermachen und so. Ich weiß nämlich gar nicht, wie wir das sonst alles machen sollen. Vor allem, weil wir dem Kind ja auch Dinge beibringen wollen, etc. Das kriegen wir sonst gar nicht alles hin. Grundgebühr von 10, zuzüglich 15 pro Stunde. Das geht aber. Warum ist sie jetzt schon wieder wach? Oh, nö. Ach, geht mal weg, ey. Du wachst jetzt mitten in der Nacht auf, um dein Kind aufs Klo zu setzen. Oh, er ist sowieso wach. Ach, egal. Das läuft zumindest ganz gut. Als ob sie da alleine hochkommt. Nein, kommt sie nicht. Ich dachte schon. Irgendwie braucht sie mehr Spielzeug, oder? Irgendwie hat sie nichts, womit sie spielen kann.
Aber wir sind erst mit so einem Puppenhaus. Ich weiß, dass diese Dinger immer gut waren. Ich bin sehr froh, dass ich diese Musik- und Tanzaktivität ausprobiert habe. Das hat Spaß gemacht, süß. Anscheinend haben wir nicht genug Platz, um ihr Flasche zu geben. Naja, dann nehmen sie dir selbst. Dein Kind möchte das trinken. Danke. Oh mein Gott, sie sitzt auf dem Kinderbett. Also auf dem Dingsbett. Süß irgendwie. So, Hausmädchen kommt. Sehr schön. Sie hat echt gar keinen Bock mehr auf ihr Leben, ne? Ehrlich. Ich weiß nicht, irgendwie. Dieses Spiel überfordert mich einfach komplett. Bin ja mal gespannt, wie lange sie noch lebt so, weil ich weiß nicht, wie ist die normale Altersspanne? Wie wird die besser oder schlechter oder keine Ahnung? Ich hoffe, dass sie noch ein bisschen zu leben hat, wenn ich ehrlich bin. Oh, er kann die auch selber besprühen. Das ist sehr schön. Dann müssen wir wenigstens keinen Kammerjäger anrufen. Oh, das hat nichts gebracht. Schade. Ein Versuch war es wert. Danach könnt ihr euch ja mal wieder ein bisschen lieb haben. Gehört ja auch zum Eheleben dazu, wa? Wie fördert man Kreativität? Also ich meine, Logik brauche ich ja auch. Das weiß ich. Kann man hier auf jeden Fall einen Schachtisch machen. Aber Kreativität. Entweder Musikinstrument. Wir müssen auf jeden Fall noch was für besorgen, weil sonst klappt das hier mit uns nicht. Kuckuck. Süß. Ich weiß nicht, ob ich es jemals geschafft habe, dass die Kinder halt zumindest diese drei Hauptfähigkeiten erreicht haben. Also ich habe mal immer so ein oder zwei geschafft. Aber alle drei ist halt irgendwie unheimlich schwierig. Vor allem halt in diesen 4 Tagen. Vor allem, du kannst dann nicht mal deine Lebensdauer irgendwie einstellen oder so in diesem Spiel, soweit ich weiß. Dann ist es umso schwerer. Riley hat bereits in 2 Tagen Geburtstag. Ja, ich gebe mir Mühe. Sie hat sprechen gelernt, glaube ich. Oh mein Gott, sie hat sprechen gelernt. Das ist schon mal richtig gut. Sie hat sprechen gelernt, yes. Das mit dem Töpfchen kriegen wir aber auf jeden Fall auch hin. Weil das sieht bisher sehr, sehr gut aus mit dem Töpfchen. Dann fehlt halt nur noch Laufen. Und da müsste es müsste eigentlich gehen. Sie wünscht sich halt gut aufzuwachsen. Ich hoffe halt, dass wir das hinkriegen. Aber eigentlich müsste das klappen mit uns. Ich meine, hier müsste sie vielleicht noch ein oder zweimal aufs Töpfchen gehen. Dann müsste das eigentlich auch schon hier laufen mit uns. Wir geben uns hier auf jeden Fall größte Mühe, dass dieses Kind gut aufwächst. Es wäre so cool, wenn das hier alles funktioniert, ne? Oh mein Gott, es werden immer mehr von diesen Viechern, ne? Ew. Oh, warum ist sie denn schon wieder wach? Rufen wir einfach auch einen Kammerjäger an. Wieder. Damit der auf jeden Fall weg ist. Morgen kommt jemand vorbei. Toll. Mach du mal Pfannkuchen. Das wäre doch sehr, sehr cool. Ich würde den Kühlschrank haben, den du telefonisch noch online Lebensmittel bestellst. Oh mein Gott. Lieferant, I guess. Chinesisches Essen. I didn't know. Aber wir bräuchten Lebensmittel. Und sie hat gerade Töpfchen gelernt. Oh mein Gott. Wir füllen mal komplett auf. Kostet auch insgesamt nur 450, das geht ja. Ja, sie hat einfach gelernt, aufs Töpfchen zu gehen. Sie ist einfach so crazy. Nice one. Oh, er wünscht sich, dass sie problemlos aufwächst. Da ist auch schon der Lieferant. Dann nehmen wir mal die Lieferung an. So mitten in der Nacht einfach. Man kennt's. So, meine Liebe, und jetzt kannst du Pfannkuchen machen. Es fehlt halt bei ihr nur noch Laufen, ne? Weil die sehen sehr lecker aus, die Pfannkuchen. Das eine Mal sind die ja komplett schlecht gewesen. Kann dieser Hund gehen? Okay, was machen wir? Holen wir ein Instrument oder lieber eine Malerei. Also eine Staffelei. Eigentlich ist eine Staffelei besser, oder? Zumindest können wir daraus auf jeden Fall auch Geld machen. Von daher, auch ihr zwei seid ja süß. Schläft sie in dem Tierbett und der Hund schläft einfach nur daneben. Das ist ja mal unheimlich süß. Oh, der Kammerjäger ist endlich da. Ich habe die Viecher abgemurkst. Toll. Und Post kriegen wir auch schon wieder. Mein Herrn. Rechnung von 68. Das geht ja noch. Ach, ist das süß. Alles ist sauber. Supidupi. 5 Freunde fürs Leben gefunden, Bro. Jo, im kommenden Part wird die kleine Maus dann wahrscheinlich ja schon zum Kind. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie aussehen wird. Aber ich glaube, sie ist sehr, sehr süß. Ich bin auch gespannt, wie dann das Gameplay mit Kindern so wird, weil, also ich kann mich so ein bisschen an so ein paar Sachen erinnern, aber ja, ich lerne die ganze Zeit hier neue Dinge, deswegen ist das sowieso alles mehr oder weniger neu für mich. Wir werden sehen, würde ich mal sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!